Herzlich willkommen zu meinem neuen Z21 Tutorial. In diesem Video zeige ich dir, wie man ein Uhlenbrook Modul 63320 konfiguriert. Zuerst über das Z21 Maintenance Tool für PC und Laptop und dann mit der Z21 App. Und als erstes drücken wir auf den Knopf Verbinden, damit der Computer mit unserer Zentrale verbunden wird. Und das wird uns hier mit dem Bildschirm angezeigt und bestätigt. Als nächstes klicken wir auf die Karte Loconet und wir haben jetzt ein anderes Bildschirm. Und als nächstes müssen wir hier im Artikelnummer natürlich unseren Modul eintragen. Das ist der 63320. Dann unter Moduladresse müssen wir unser Modul eingeben. Hier mein erstes Modul mit der Adresse 2. Bei LNCV-Nummer musst du jetzt die CV-Nummer 20 eingeben, um den Konfigurationsmodus einzustellen. Und bei LNCV-Wert werden wir eine 0 eingeben. Damit ist unsere automatische Vergabe der Rückmeldeadressen laut LNCV 1 bis 8, also für Gleis 1 bis 8, Werkseinstellung. Das heißt, die Nummern werden automatisch vergeben. Genauso gilt auch diese 0 für Verzögerungswerte. Ja, für alle Ausgänge 1 bis 8 laut LNCV 21 bis 28 und LNCV 41 bis 48. Dies ist mit CV0 auch Werkseinstellung. Diese Werkseinstellung gilt auch beim Einschalten der Betriebsspannung am Loconet. Das Modul sendet dann keine Informationen über die Belegung an die Z21. Und zuletzt den Knopf Schreiben drücken und das Modul ist dann fertig konfiguriert. Du kannst die Einstellung auch individuell ändern. Dafür muss der Wert LNCV 20 dementsprechend geändert werden. Und zwar, wir haben die Möglichkeit, den Wert 1 einzugeben. Dieser erlaubt dir manuell die Rückmeldeadresse zu vergeben laut LNCV 1 bis 8 für Gleis 1 bis 8. Ja. So, wir können auch hier LNCV Wert 2 eingeben. Dieser erlaubt uns wieder Verzögerungswerte individuell für jeden Eingang laut LNCV 21 bis 28 und LNCV 41 bis 48 einzustellen. Dann gibt es noch einen dritten Wert und der ist 4. Dieser bringt dann natürlich die Meldung an die Zentrale, sobald die Betriebsspannung am Loconet eingeschaltet wird. Sendet das Modul die Zustände aller Überwachungsgleise. Ja, das heißt, wenn da auf dem Gleis jetzt eine Lok steht oder Wagen, wird natürlich dies an die Z21 weitergegeben. Ja, du kannst auch den Wert kombinieren, also 3, 5, 6 und 7 eingeben. Diese sind natürlich aus den drei eben genannten Konfigurationsmöglichkeiten kombiniert, also addiert. Also wenn du jetzt den Wert 1 und 2 nehmen möchtest, dann gibst du hier dann 3 und dann LNCV schreiben. So, wir aber lassen unser Modul auf Automatik, also Werkseinstellung, und der Wert ist hier 0. Jetzt das gleiche nochmal kurz erklärt auf der alten App. So, das Menü Programmierung auswählen und anschließend siehst du unten links Loconet CVs lesen und schreiben Bereich. Ja, also sprich hier dieser Bereich.
Hier musst du natürlich unter Artikelnummer die 63320 eintragen und bei Moduladresse musst du die Moduladresse 3 eingeben, bei LNCV-Nummer die 20 eingeben. Ja, und das heißt, wir möchten unser Modul konfigurieren. Ja. Und hier bei LNCV-Wert dann den Wert 0 eingeben und anschließend auf Schreiben-Knopf drücken. Und somit ist unser Modul auf Automatik. So, wir können das jetzt nochmal überprüfen. Ja, so, einfach lesen und zack. Wir haben direkt Bescheid gesagt, es steht auf 0. Wie ich schon in dem anderen Beispiel gezeigt habe, kannst du auch hier die Konfiguration ändern, ja, indem die LNCV20 den Wert 2, also sprich hier unten, die 2, 3, 4, 5, 6 oder 7 eingibst. Und wenn du das gemacht hast, musst du natürlich hier auf Schreiben klicken. So, mach ich das. So, somit ist unser Modul programmiert. So, ich kann hier nochmal LCV lesen und unser Modul sagt so auf die Konfigurationswert 7 programmiert. Das mache ich aber wieder zurück auf 0. Ich will meine Werkseinstellung behalten. So, jetzt nochmal kurz mit der neuen App. So, hier musst du auf CV-Programmierung drücken und dann oben rechts auf Manuell und dann hier links in dem Menü auf Loconet. So, jetzt hier müssen wir wieder das Gleiche machen. Also hier unten im Artikelnummer 63320 eingeben. So, hier Modul Adresse 4. Also ich nehme die nächste Modul, die ich da habe. Und die LNCV20. Diese steht natürlich wie immer für Modulkonfiguration. So, jetzt kann ich hier entweder CV lesen drücken oder schreiben. Ich drücke auf CV lesen. Ich habe die 0 stehen. Das heißt, hier auch ist dieses Modul auf Werkseinstellung eingestellt und die Gleise zwischen 1 oder die Ausgänge zwischen Gleis 1 und 8 werden automatisch dann belegt mit einer anderen Nummer. Ich kann natürlich dann hier den Wert nochmal CV0 setzen, ja, damit das auch funktioniert. Und ja, damit ist unsere Arbeit schon erledigt. Ja. Auch hier kannst du auch die CV oder den CV-Wert ändern, 2 oder 7 eingeben oder welchen du möchtest. Diese bitte entnehmen aus der Bedienungsanleitung oder guckst dir das Video wieder mal von vorne an. Da habe ich nämlich die Beispiele erklärt. So, Freunde, das war's in diesem Video. Dankeschön fürs Zuschauen und wenn dir das Video natürlich gefallen hat, dann zeig es mir bitte mit einem Daumen nach oben. Ich werde mich freuen und ja, bis zum nächsten Mal.